aber jetzt machen wir erstmal noch einen. Ne, wir haben es versprochen. Warte mal, wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Haben wir denn noch? Haben wir denn noch? Warte mal, wen haben wir denn noch? Mein lieber Wochenschau am Mittwoch ist mal wieder im Baderaum mit dem Dreier. So, Wochenschau am Mittwoch, ich schwör dir's. Du warst schon mal hier. Du kriegst wirklich 5 Minuten Wochenschau am Mittwoch. Bist du da? Moin, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Hörst so, du mich? Mein Lieber, ich weiß nicht, ob dich einige noch kennen, aber du warst schon mal hier am Start. Ich hab's wieder geschafft heute. Ich hab's auch geschafft, als wir die Wahl hatten. Ich freue mich sehr. Ich muss mal mein Video eben ausmachen. Ich bin eben auch extra wieder live gegangen. Ich war schon live gerade. Ich hatte einen Live-Talk gerade. Die 5 Minuten beginnen ja wahrscheinlich schon. Nee, warte mal. Du musst heute wirklich in die Vollen gehen. Ich sag dir das ganz ehrlich. Ich gehe in die Vollen. Machst du meinen Stream? Warte, es dauert noch. Ja, warte, es dauert. Junge, du musst wirklich du musst jetzt Gas geben. Ich sag dir, einige kennen dich schon, wissen, du bist ein. Sag den Leuten kurz, was du machst. Ich bin Sportmoderator, Streamer, keine Ahnung, wie man das ausreden kann. Es ist einiges passiert, seitdem wir wieder geredet haben. Und ja. Sportmoderator, Streamer, 5 Zuschauer. Vielen Dank. Und du hast dir was Gutes überlegt, 5 Minuten jetzt gleich Vollgas-Action. Geiles überlegt. Werden wir entertained werden? Auch ein bisschen, vielleicht. Was für ein bisschen, Blatt? Dafür musst du dich auch gleich bewegen, vielleicht. Wenn das passt, wenn du Lust hast. Ich muss mich bewegen? In deiner Garage ein Päckchen von mir, vielleicht auch, da ist was auch für den Chat dabei. Wenn du Lust hast, kannst du das natürlich auch noch gerne holen. Weil ich das finde, so auf dem Chat, das heißt, da stehen 100 Pakete. Mein Päckchen siehst du. Wo ist es? Mit meinen ganzen Aufklebern drauf. Das ist nicht erkennbar. Also ich habe es in deinen Stories auch gesehen. Das müsste irgendwo in deiner Skyline. Vielen lieben Dank. Du zwingst jetzt den alten Mann runter in die Garage. Ja. Da ist was drin für dich. Da ist was für den Chat sogar drin. Da ist einiges drin. Auch was, eine kleine Einladung drin. Was Persönliches drin. Also okay, pass auf. Es läuft so. Deine Show. Ich werde jetzt weg sein und werde das Ding suchen. Und in der Zwischenzeit laufen deine 5 Minuten. Das heißt, ich werde nichts davon mitkriegen. Aber ja, du kennst mich auch schon ein bisschen. Ich kenne dich. Ich kenne dich, natürlich. Du bist ambitioniert in meiner Community, bist immer am Start. Du hast deine Zeit, bis ich zurückkomme, hast du jetzt Zeit, die Leute zu entertainen. Machen wir. Und der Chat, wenn ich zurückkomme, 1 heißt, der hat gut entertained, 2 heißt, mach die Möhre aus. So sieht's aus. Ich bin gespannt. Ich hol das Paket und dann machen wir das auch im Anschluss. Machen wir das dann, hast du mal irgendwann eine Insta-Story gesehen, wo das gelegen hat ungefähr? Ja, ich hab klar meine Augen aufgemacht, ich kann es nicht sagen. Also es war irgendwie eine Ecke, so ich glaube so eine Ecke, also ich weiß nicht, du hast eine gerade Wand bei der Garage und es war irgendwie an der Kante. Pist, jetzt wenn ich es nicht finde, komme ich ohne. Ja, ganz kurz, bevor du runtergehst, du kennst doch noch Frank, den lieben Iche, BZ, der aus dem Osten, der auch bei dir schon war öfter mal. Ein guter Freund von mir geworden durch diese ganze Zeit. Also, der ist auch gerade hier bei mir im Chat. Ja, den kennst du auch, glaube ich, ganz gut noch. Ja. Ich gehe jetzt. Mach deinen Witz. Gut. Es geht los. Ich krieg nichts mit. Mach keinen Scheiß. Ist klar. Nein, ich mach keinen Scheiß. Da kann ich nicht vertrauen. Mein Kanal gehört jetzt die nächsten Minuten dir. Viel Spaß. Wochenschau. Herzlich willkommen zur Wochenschau Mittwoch. Heute ist ja noch Donnerstag, oder? Donnerstag. Die Wochenschau Mittwoch. Herzlich willkommen. Ich bin Adrian Sigz, der Sportmoderator oder Moderator dieses Kanals, der jetzt noch gar nicht so uralt ist. Ich muss mal eben meinen ganzen Alerts ausmachen vom Ton am besten, bevor man das nicht so hört. Ja, ich bin Moderator dieses Kanals, der jetzt noch gar nicht so alt ist. Es hat alles gestartet auf Instagram, ist hier entstanden. Ich bin ganz kurz vielleicht zu meiner Person selbst Fußball... Oh, mein Ton ist aus. Oh, jetzt hört man mich, super. So, ich starte nochmal. Herzlich willkommen zur Wochenschau am Mittwoch. Danke, Chat, dass ihr mich daran erinnert habt. Natürlich ist die Aufregung auch etwas da. Ich bin Adrian Sigz, der Sportmoderator oder Moderator, eigener Sportmoderator. Das ist alles entstanden. Es ist eine krasse Geschichte, die passiert ist. Ich studiere aktuell Fußballmanagement noch relativ am Ende, werde auch bald eine Speaker-Ausbildung machen, also versuche auch dieses Format bald zu übertragen, sozusagen vielleicht auch auf den öffentlichen Bühnen. Mir sieht man an, vielleicht so langsam wird man noch rot. Ich habe mit Knossi ja schon eine intime Sache gehabt, oder einen Moment an meinem Geburtstag vor einem halben Jahr, was mega war. Was mich auch sehr gepusht hat in diesem ganzen Bereich. Ich kommentiere hier die Wochenschau Mittwoch. Jede Woche ein neues Thema aus dem Sport, aus dem Fußball. Mega, hier viele Follower rein. Vielen, vielen lieben Dank. Vielleicht könnt ihr ja gleich ein paar Sachen noch gewinnen. Und
Ja, jede Woche ein neues Thema aus dem Fußball, aus dem Sport, mit exklusiven Gästen aus der Sportbranche, aus ganz verschiedenen Bereichen. Also zum Beispiel haben wir unter anderem die sportliche Leitung vom FC Bayern München, der Frauen gehabt, Bianca Rech. Wir haben Spieler aus der zweiten Liga schon gehabt. Ich habe Leute aus dem Amateurbereich. Ich habe verschiedene Bereiche. Genau, ich bin Paderborn-Fan, wie hier jemand im Chat schreibt. Und ich liebe halt den Fußball oder nochmal reinzugehen mit der Lupe, was anderes zeigen, nicht nur wie Sky oder Sport1, die ja mal so ein bisschen was drüber reden, sondern intensiv reinzugehen mit der Lupe, kostenlos diesen Input weiterzugeben, Gespräche zu führen. Wir haben zum Beispiel jetzt am Samstag den bekannten Bodybuilder um 20 Uhr, Mike Sommerfeld, vielleicht kennt der ein oder andere. Ihr seid krass, so viele Follower, die reinkommen. Und dann haben wir zum Beispiel auch den Ruderweltmeisterer mit Max Planer. Also jetzt komme ich auch mal in den Sport rein. Also nicht nur vom Fußball, sondern auch in den Sport rein. Ich komme immer mehr in dieses Thema rein, Sportmoderation, das macht immer mehr Spaß. Und ja, ihr erlebt hier einiges, zum Beispiel auch Ton ist weg. Mein Ton ist nicht weg. Ton ist weg, Chat, schreibt mal gerne. Eigentlich ist der Ton nicht weg. Und man hört dich nicht. Man hört mich nicht, ganz kurz. Schauen wir mal eben. Jetzt müsste mich wieder hören. Doch, Ton ist gut, alles gut. Gut, ja genau, ich war eben stehen geblieben. Man hört, danke für die Follower. Wo war ich stehen geblieben? Alles gut, Adrian. Ja, Icke beruhigt mich. Icke auch jemand sehr, sehr ein großer, der hier dabei ist. Ich habe eigentlich gestartet, kann ich ja die Story nochmal erzählen. Ich habe gestartet eigentlich bei Instagram, habe irgendwann mal Knossi verfolgt durch seine, glaube ich, Slotmaschinen. Und weil mir das jemand empfohlen hat, aus meiner Uni war es sogar. Und dann habe ich ihn geguckt und habe die Talentshow geguckt, die ja wahrscheinlich der ein oder andere schon gesehen hat. Und habe da den Musiker Rumbombe, einen guten Freund, den ich zum Freund gewonnen habe, kennengelernt und seine Streams geguckt. Und der hat mich so ein bisschen gepusht. Und jetzt bin ich hier auf Twitch, werde auch bald auch auf TikTok vielleicht mal was machen. YouTube bin ich auch natürlich da. Als Podcast gibt es die Wochenschau. Wir haben natürlich auch Streams im Bereich, zum Beispiel mal aus Spaß hier ein bisschen Unterhaltung. Wir gucken, reacten auf Sachen, auf Videos, zum Beispiel auch in dem Bereich der Woche, also das Thema der Woche, aber auch vielleicht, dass vielleicht mal andere Themen sind, aktuelle oder nicht aktuelle Themen. Was haben wir noch? Ich reagiere auf meinen Herzensverein Paderborn, also ich bin seit knapp 14 Jahren leidenschaftlich Paderborn-Fan bei vielen Spielen. Erst zweite Mannschaft unterwegs, also da kommen halt natürlich auch die ein oder anderen Kontakte zustande und kommen dann natürlich die ein oder anderen Gäste, die ja noch auch anstehen. Also es ist immer ein Programm da, es ist richtig geil hier zu sein gerade. Ich finde auch natürlich auch ein Lob, auch wenn das jetzt nicht hört, vielleicht hört das sich ja später an. Knossi ist auch einfach ein mega sympathischer Mensch, den ich sehr mag, wo ich auch viel gelernt habe, wie man sich vielleicht auch zeigt. Also dieser Weg, den ich hier einschreite, der ist nicht leicht gewesen für mich. Also ich habe spät zum Beispiel in der Kindheit auch angefangen mit Sprechen oder so. Also dass ich mal hier sitze, hätte ich nie gedacht im Studio, als ich mit Knossi, vielleicht war der ein oder andere von euch ja auch schon dabei, als ich am Geburtstag war, war die Wand noch nicht so voll. Also es entwickelt sich hier immer mehr. Es kommt immer da, wir machen richtig coole Sachen. Die Community, die hier entstanden ist, ist so mega. Ich So gehe viele kurz Leute hier aus pinkeln. Mach deinen Paderborn. Witz. Ein Witz kann ich nicht, Mann. Ich glaube, mein Onkel oder so konnte einen guten Witz. Ein Witz, boah, ein Witz, den, der, den, ein Witz, da bin ich schlecht drin, das kann ich nicht. Aber nice, Mann, weiter so, einfach immer weiter waken. Können wir machen so. Und ich weiß nicht, wie viele Minuten noch ich noch habe oder ob Jens das Paket gefunden hat, aber ja, das ist sozusagen dieser Weg. Es geht natürlich weiter. Es macht mega Spaß. Ich war ja zum Beispiel auch in diesem Bereich mit Knossi und Mario Barth. Kommt zu Besuch im Ranking. War auch eine Ehre für mich. Also, das ist nicht selbstverständlich. Auch diese Sachen, die jetzt hier passieren, dass ihr krank seid, dass ich nochmal nach ungefähr einem halben Jahr, 12. August ist es her, dass ich hier mit Jens wieder Hallo? in Kontakt komme. Aus, vorbei. Hab ich schon da? Ja? Und? Läuft alles. Ich Dein Chat ist mega. Dein mich Chat ist totgesucht mega. nach deinem Paket. Ich hab gleich Spinne. Hast Ich bin. du's? Okay, Chat, da sind Einser dabei, Alter. Was hast du denn gemacht? Ich muss mir mal im Laptop deinen Stream aufmachen, dass ich mal das sehe, wie du dann darauf reagierst. Moment. Ich hab hier ein Paket, Package Opening heute. Ja, ich habe lange gewartet. Also, es gab lange Zeitpunkte, wo ich gewartet. Ich habe, glaube ich, in deinem Stream dich ja auch mal dann wann reingeschrieben. Ja. Habe nicht gedacht, dass das dann natürlich heute so klappt.
Und ja, da ist was für dich drin, da ist ein langer Brief drin, wo ich auch so ein paar Sachen nochmal erzähle dir. Da ist auch was für ein Chat vielleicht drin, was du gleich verlosen kannst. Ey, du kamst sehr sympathisch an, anscheinend, ne? Danke, danke. Was hast du erzählt von einem Fußballzeug, was du machst, ne? Genau, dass sich viel entwickelt hat, Jens. Also seitdem wir auch geredet haben, Keine war Ahnung, ich was das ja, wird. ich bin ja immer noch im Studentenmodus auch drin, aber es entwickelt sich immer mehr. Ich habe Gäste auch aus dem Sportbereich, vielleicht kennst du Max Planer, den Ja, Ruderweltmeister, klar. oder The Cube, ehemaliger Ja, Dart-Weltmeister, kommt zum den Beispiel kenne zu ich. mir. Den kenne ich. Kommt zu mir, also auch sich da entwickelt, also die Kontakte. Ich bin ja, wie gesagt, Podcast, da war ich ja schon aktiv, glaube ich. Aber ja, es hat sich viel gemacht, es macht immer mehr Spaß. Mit der Sportmoderation allein hier zu sitzen, ist mir so eine Ehre. Also, das ist nicht selbstverständlich. Ja, ich beginne jetzt ab April auch eine Ausbildung zum Speaker, ein halbes Jahr. Also, um auch mal, um weiter mich Junge. da zu entwickeln. Also, Ideen. Ich habe zum Beispiel am 29.12. mein erstes richtiges Event. Also, ich glaube, 8 Stunden, 9 Stunden mit Gästen. Die ganze Zeit Gäste gehabt aus dem Sport, wie zum Beispiel Herrn Loch Förster, dem Gründer von Wolfsbadskind. Dann Habe ich hatten einen wir, Pullover? Habe ich einen Pullover, Alter? genau, hast du ja gesagt, haben wir, als wir gesprochen haben drüber, dann hatte ich Spieler dabei, dann hatte ich einen Futsalspieler. Wir haben halt da auch coole Preise gehabt und zum Beispiel ein Trikot von Bayern München bekommen unter, mit Unterschriften, weil ich die Bianca Rech, also die sportliche Leiterin vom FC Bayern, letztens im Talk hatte. Und ja, es hat sich einiges entwickelt, als, seitdem wir gesprochen haben, Gut, Jens. ich habe hier einen Brief von dir. Soll ich den vorlesen? Nee, Genau. ne? Kannst du vorlesen? Kannst du gerne vorlesen? Lieber Lass mal. Jens, das absolute Highlight meines Geburtstags im August war das lange Gespräch mit dir. Oh, ich schmelz doch dahin. Dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast, das war echt geil. Ein echt schöner Moment und natürlich ein mega Geschenk. Das Gespräch mit dir hat mir nochmal einen richtigen Motivationsschub gegeben. Du bist ein echt toller Typ. Auch deine Chat-Community ist wirklich super klasse. Eins in den Chat. Durch deinen Aufruf haben einige in meinem Chat vorbeigeschaut und es gab schon spannenden Austausch. Ich danke dir ganz herzlich für deine Unterstützung. Deshalb würde ich mich gern revanchieren. Deshalb lade ich dich und Lia, wenn ihr Lust und Zeit habt, zu meinem nächsten Geburtstag am 12. August in die Ferdinandstraße. Jens, Ja, aber das du sagst sagst du doch, doch ich soll's. nicht voll. Ja, ich hab doch. Ich wusste ja nicht, ist das vielleicht ein Vereinsheim oder was weiß ich? Ach so, sorry. Das ist jetzt meine Privatadresse. Das ist natürlich, Ja, Mensch, das ist das natürlich jetzt reicht unvorteilhaft. jetzt nicht für die Chat-Community. Ja, die Party steigt ab 20 Uhr. Ein ehemaliger Bierkönig-DJ sorgt für Stimmung. Warum schreibst du keinen Namen dazu? Manuel Möhring. Kennt Geil. man nicht. Ja. Kenne ich nicht, aber der war ein Dann Bierkönig. gibt es noch einen kleinen Cocktailmann, der in meiner Bar, hatte ich dir ja auch erzählt, als wir gesprochen Ja, haben, Bruder. Cocktails macht. Das wird richtig geil werden. Okay, weiter geht's. Ein Barkeeper mixt Cocktails in meiner eigenen Bar. Hast du eine eigene Bar, ja? Ja, habe ich dir gezeigt, oder? Ja, habe ich dir erzählt. Also. Ja, aber gezeigt, ich geh mal. Kannst du Kamera mitnehmen? Boah, das ist, kann man mit Nee. dem Handy nochmal ein zweites Ding anmachen bei Ja, Discord? aber das ist. Ja. Ja, Moment, dann gehe mach ich mal mit dem Discord mit dem Handy Handy. rein. Warte mal, geh mal mit. Da musst du jetzt rausgehen mit dem Handy rein und zeig mal deine Bar, Alter. Nein, Moment. Ich hoffe, das kriege ich hin. Aber Moment. du lädst ja alle ein hier, oder? Dafür reicht dann doch nicht die Wohnung. Dafür bin ich dann doch. Moment, Ist das Tagschauraum dein muss. Haus? Ja, darüber hatten wir auch. Ich wohne ja noch zu Hause, aber das ist hier mein Studio, mein Büro. Büro zu. Und wo ist dein Schlafzimmer? Man muss ja wieder rein, ne? Warte mal, ja. Okay, ist wieder drin, warte mal. So, bist du da mit dem Handy? Bist du mit dem Handy da? Hallo? Ich höre dich nicht. Ich höre dich doch nicht. Die Mutter holen. Zur Hilfe. Jetzt aber schnell. Jetzt aber zackig. Nochmal gucken, ob nicht noch was auf dem Tresen liegt, was keiner sehen soll. Ist das die Bar oder was? Ich höre. Die Kamera ist nicht an. Hallo? Schnell kacken. Ey, das ist, sag mal, ist ja ein Süßer. Ah, er macht ein paar Bilder. Ach, das ist einfach die Bar. Ja, dann sagt doch, da hätte doch gereicht, wenn du die Tür aufmachst. Mensch, ist ja gut. Wunderbar, guck mal. Kommt er wieder. Hörst du mich? Hörst du mich? Man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Ich höre dich nicht. Du kannst weiterreden.
Ich höre dich nicht. Man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Du kannst weiterreden, aber man hört dich nicht. Ja, dann mach. Man hört dich nicht. Wirklich, man hört nichts. Wochenschau am Mittwoch. Ich hab dich doch jetzt drin hier. Man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Man hört dich gar nicht. Adrian! Warte mal, nochmal raus und rein vielleicht. Man hört dich nicht. Ja, du, rechts, links. Alalalalalong. Alalalalalong, richtig? Ich hätte gesagt, der Song ist es. Longly long long long. Alalalalalong. Weil du so mit der Zunge geschnalzt hast. Hätte ich gedacht, dass es der Song ist. Wenn das ein Quiz war gerade. Nein? Ich höre dich nicht. Der war auf meiner Schule, schreibt einer in den Chat, Mr. Henke. Überleg mal, der war auf deiner Schule. Krass. Aber wir können ihn nicht mehr. Du, pass mal auf, ich hol dich nochmal neu rein, hä? Wochenschauer. Und mal auf hier, Adrian. Ah, jetzt musst du erstmal wieder in den Raum joinen. Hol ich dich nochmal rein hier, mein Lieber. Ja? Menschenskinder, wir kommen heute wieder zu nichts. Das ist Wahnsinn. Wochenschau, ich hol dich wieder rein. Sekunde. Adrian? Adrian? Jetzt. Hörst du mich noch? Jetzt höre ich dich wieder. Was ging nicht? Ich war, glaube ich, über mein Handy, bin ich ja eben versucht rauszugehen und dann hat es geklappt. Das war doch die Bar da hinten, ne? Bei Instagram ein Bild gesendet. Ach so, Alter. Logger Vater Fina für 10er. Bin Landkreis Rastatter Push Richtung Heimat, wäre krass, Logger machen. Oh, Chat, ich habe kein einziges Video heute angeguckt. Ich wollte so viel heute machen. Die Zeit ist immer knapp bei mir. Ich komme immer zu nichts. Warte mal, wie heißt du nochmal im Instagram? Wochenschau Mittwoch auch, aber also ganz normal. Mario Barth hatte ich in der Story verlinkt. Nee. Achso, vielleicht Ekel? Nee, das kann nicht sein. Nee, mich hat er verlinkt. Achso. Ich finde dich nicht. Ich finde dich nicht. Wochenschau Mittwoch einfach. Ganz normal. Haben wir schon mal geschrieben? Scheiße. Nee, geschrieben haben wir leider noch nicht. Aber Menschenskinder, du verlangst von mir was ab. Ich sag dir das. Ja. Wochenschau am Mittwoch. Ah ja, cool. Ah ja. Oh, Chat. Oh, krass, da feiern wir. Da ist auch das ein oder andere Produkt von Herrn. Kann man nicht richtig sehen. Hättest du es lieber in deine Kamera gehalten, da sieht man es besser, die Fotos. Ach so. Da sind auch Produkte von mir, ja klar. Alge-Glühwein, Theo von Alge. Junge, und da willst du mich und meine Freundin einladen? Ja, guck mal. Ja, das ist ja nur die Bar, also hinten wird dann Musik sein und so, also... Ey, du bist so, weißt du was, du bist, Adrian, so ein lieber Kerl, so ein liebenswürdiger Kerl. Du machst doch keine Fliege tot, oder? Nee, dafür hat die Fliege zu viel Leben, also ich bin da, das... Ey, du bist so ein lieber Junge. Hast du viele Freunde? Ja, ich habe viele nette Freunde, die ich sehr mag, also... Hier hat man natürlich auch Freundschaften geschlossen, aktuell durch Twitch, wie zum Beispiel neben ich hier BZ auch. Oder Rumbombe kennst du ja auch, der ja bei dir aufgetreten ist. Der ist auch zum guten Freund geworden. Und Rumbombe, aber generell, ja. Genau. Ey, mein Lieber, pass mal auf, ich antworte dir mal. Ich kann dir das, ich sag dir ganz ehrlich, ich krieg immer Einladungen. Da kommen jeden Tag irgendwie 20 E-Mails rein. Komm zu unserer Hochzeit. Komm hier in Kontakt. Also, wenn ich könnte nur noch das machen. Wenn ihr Zeit habt, ist es ja auch nicht weit von her. Wenn du das verbindest. Ich habe deine Nachricht. Ich komme ja nicht aus Herford, ne? Nein, wenn du bei Herford bist, bei deinem Steuerberater. Aber ob ich dann da genau bin, am 12. August, Alter. Kann sein. Ey, aber ich habe dir jetzt geantwortet auf Instagram, dass wir in Kontakt sind, ne? Jetzt gucke ich mal dein Paket an. Auf die. Okay, Stimmung, Barkeeper. Achso, du bist noch gar nicht Paket. Auf die Gabel gibt es auch. Was gibt's denn zu essen an deinem Geburtstag? Wenn das ist natürlich auch ein überzeugendes Ding. Zum Beispiel meine Kräuterbutter. Die nicht gerade unbekannt ist, also sehr, sehr immer gemocht wird und weltbekannt ist sozusagen. Also das sagt man natürlich immer von sich, aber die löffeln das wir ist so. Eigentlich einer der Gründe, nicht eigentlich vorbeizuschauen. Die Kräuterbutter ist... Ja, Kräuterbutter, den ganzen Abend gibt es Kräuterbutter, da freue ich mich. Ja. Okay. Ah, hast du auch dazu geschrieben, auf die Gabel gibt es auch meine weltbeste Kräuterbutter. ein paar köstliche Getränke made in Paderborn. Du siehst, die Paderborner sind ein trinkfreudiges Völkchen. Das Shirt ist für Bubi. Die Kleber eignen sich für Verlosung. Es grüßt dich und deine Familie herzlich, dein Adrian. Alter, warte mal, ich muss die Handynummer verstecken. Aber ey, wie du Briefe schreibst, Alter.
Das ist, wie kann man so schöne Briefe schreiben? Du hast so eine schöne Schriftart. Ich will das mal den Leuten hier irgendwie zeigen, dass man nichts Falsches sieht, aber du hast so eine schöne Schriftart, das ist ja echt krass. Wirklich, guter Typ. Okay, dann gucken wir mal rein. Adrian, oh, er hat sogar eine Karte von sich. Adrian Siegts, oder wie sagt man? Siegts? Heißt es so? Ach genau, ganz kurz, Jens, ich habe hier auch natürlich Kontakt auf mit meinen Jungs so von den Sportsbeamern. Wow, Junge! Guck mal, ich bin eben gegen Dings. Ob du kennst noch den TSV Kohlenfeld, da hast du mal eine Sprache und ein Video geschickt zu dem Aufstieg. Also Lami, Boll, das sind hier auch Sportstreamer. Vielleicht kennst du die ja noch von ganz früher, irgendwie vor einigen Jahren hast du denen mal ein Video auch geschickt, so ein Fußballverein. Boah, TSV Kohlenfeld. Ey, wie findest du denn das? Für dich wird das doch interessant sein, wenn ich das mit dem Fußballverein von mir ausbaue, ne? Da mehr Streams mache von den Spielen. Dann kann ich dich unterstützen. Ja, aber weißt du, was ich brauche? Ich sag dir ganz ehrlich, ich brauche einen, der hier in der Gegend ist, wo auch Spiele, der bei Spielen vor Ort ist, wenn ich mal nicht da bin. Ja, ich mache ich bei meinem Kreisliga-Verein, habe ich das jetzt auch vor einigen Monaten stehen lassen, dass ich meine Spielefirma hat sich auch gesteigert. Also ich habe jetzt auch ein richtiges Stativ. Vorher hatte ich so ein kleines Mini-Stativ und erst mit dem Handy mit der alles so, und das hat sich auch, macht auch Spaß. Aber das Shirt soll für Bubi sein. Du weißt, dass mein Kind das 3 wird. Das ist ja, glaube ich, dein Name. Das ist ein Shirt, was bei der WM war. Der Mallorca-Sänger Alfred Zucker hatte das erstellt oder so. Wem soll das passen? Da ja, das ist mir zu klein gekommen, deshalb ja, das ist für mich auch zu klein und für Bubi viel zu groß. Ja. Das geht ihm bis zum Boden. Genau. Da wächst der Ei, vielen Dank, pass auf, wir gucken mal weiter. Was hat er noch hier dabei? Oh, guck mal, ein schönes Pilger. Naturtrüb mache ich auch, oder? Ich wusste, dass wir heute reden, hätte ich natürlich meine erste Autogrammkarte mit dazu gelegt. Aber den kann ich nicht. Hast du Autogrammkarten, Adrian, ja? Ja, ich habe jetzt auch welche erstellt, die mir der liebe ich bin. Zeig mal, wie die aussieht. Hast du eine da? Also aus Spaß habe ich die jetzt so erstellt. So was dachte. Für Spaß, Blatt. Wir machen keinen Spaß, Adrian. Du musst sonst da sein. Du willst doch einer sein, oder nicht? Oder? Hä? Du willst doch bei Eurosport oder irgendwo, willst doch du mal ein bisschen da sitzen, oder nicht? Wer weiß. Ja, das kannst du ruhig Also weißt du, guck mal, jeder hat ja so seinen Traum. Und man merkt ja, wie leidenschaftlich du diesen Traum lebst. Guck dir dieses Zimmer an, Chat, oder? Man merkt es doch. Das hat sich ein bisschen entwickelt. Das Zimmer, als wir gesprochen haben, waren noch nicht so viele Wimpel dabei. Da sind auch wieder die ein oder andere dazugekommen. Was hast du mit dem. Ein Oliver Kahn-Autogramm! Ja, das habe ich irgendwann mal bekommen, ganz viele Autogramme. Da dachte ich, hau ich mal mit rein. Wieso? Wie gesagt, der nimmt die mit oder was? Der Oliver, nimm mal 20 mit. Ja, komm. Ich war auf einem Kongress, in dem so einer Messe, Fußballmesse, da waren ganz viele, so ein Stapel. Das ist echt unterschrieben von ihm. Das weiß ich nicht. 100%, ob das. Wollt die keiner oder was? Kann auch sein, ich weiß es nicht. Deshalb habe ich ganz viele mitgenommen und dachte, so eine Autogrammkarte kriegt man nicht oft. Alter, da habe ich eine echte. Was mache ich denn damit? Mit einem Oliver Kahn-Autogramm? Was machst du denn damit? Weiß ich nicht. Ich 12. August, Junge! Oh, ein Energy-Drink von einem Partner, mit dem wir mal gearbeitet haben. Sehr geil. Die kommt aus Paderborn. Wie bitte? Die kommen auch aus Paderborn, also alle Getränke kommen wirklich aus Paderborn. Salitos kommt aus Paderborn. Ja. Oh, also ich werde nur das Beste kommt aus Paderborn jetzt. Oh, Alter, und alles voller kleiner Mini-Sticker. Oh, mein Lieber. Wo klebe ich mir die denn hin? Was hast du denn dafür bezahlt, für so ein Paket-Sticker? Warum hast du dir die gemacht? Na, die sind ja nicht teuer. Was hast Kleber? Du? Ich glaube 6.000 Kleber für 30 Euro oder so. 6.000 Kleber für 30 Euro? Aber wo willst du die hinkleben? Das Paket hast du auf jeden Fall, da hast du es schon mal gut genutzt. Die kannst du verlosen an den Chat, glaube ich, wenn du benutzt hast. Also pass auf, genau. Ich würde dir jetzt die Möglichkeit geben. Warte mal, es ist ja dein Stream, ne? Ich will das alle, pass mal auf, wir machen das anders. Du verlost jetzt etwas. Kann ich auch machen. Und die Leute müssen alle, hast du so ein Nightbot, dass die Leute in deinen Stream müssen? Ich hoffe, stürzt jetzt hier nichts ab. Nein, pass mal auf, wir machen das so, ne Chat? Wir machen das so, dass du hier davon was hast. Weißt du, was bringt dir das, wenn ich das mache? Die Leute müssen in deinen Chat gehen jetzt. Und genau. Was verlost du? Hast du irgendwas Cooles? Den WM-Pokal da hinten, komm. Nee, den nicht. Den habe ich leider nicht. Geizig auch noch. Autogrammkarte, Kleber, da kriegen wir schon was Cooles zustande. Da werde ich bestimmt passen. Muss irgendwas Geiles. Ich meine, guck mal, Aufkleber, da sagt jetzt keiner, oh wow, ich sag dir ehrlich, wie es ist, Adrian. Ne? Aufkleber, da finden die Leute, was hast du denn von dem Aufkleber? Also das habe ich bei meinem Jahresrückblick auch gemacht, sowas wie ein Meet and Greet, hier ein Studio oder zu einem Thema zum Fußball, das könnte ich anbieten. Mach doch noch eine Einladung zum Geburtstag.
Das können wir auch mal. Also wenn Knossi kommt, dann machen wir das, oder? Ja, aber ey, wenn ich dann auch nicht einrichten kann, wer weiß, wo ich im August dann ist es nicht im Urwald schlimm. Oder dann was? Ist es nicht schlimm. Dann kommst du so mal vorbei. Der Pokal muss raus. Was wollen wir? Hast du irgendeinen Wimpel? Irgendwas Geiles. Wimpel. Ja, wir kriegen guten Barcelona-Wimpel könnte ich noch anbieten. Ein Barcelona-Wimpel. Das ist es doch, ne? Unterschrieben ja. Von, sag was, mal was drauf. Von mir. Wunderbar. Von Dings, wie heißt der? Picke. Picke. Ich hab ihn da liegen, dass er... Schreib da Picke drauf und ab. Rein in Chat! Alle rein in Chat! Vom Picke unterschriebenen Wimpel. Komm, das gibt's nirgends. Oder haben wir es gerade noch nicht? Boah, wo sind die FCB-Fans? Die FC Barcelona. Wo sind die? FC Barcelona. Ja, das ist so ein... Weiß ich, wie alt der ist, wie... Was das für eine Qualität ist an Wimpel. Oder genau. Das sind die das Guten aus Italien, die Gefakten an den Imbissständen, ne? Nehmen mit komplett Trikot. Da habe ich gar keine Ahnung, ob das ein Original ist oder nicht Original ist. Ich könnte denken, dass das vielleicht ein Original ist, aber dann packe ich da noch ein paar Sachen dazu. Der Gewinner wird dann natürlich gleich was gewinnen. Ich mache da eben auf die Dings hier. Moment, Gilbey, wo haben wir das? Wunderbar. Hayward, alle rein Hayward in Chat, alle bei ihm drüben rein. Mach mal Link rein. Ihr geht alle rein für den Adrian. Komm, ja. In den Chat. Die Fußballfans sind da richtig aufgehoben. Und glaubt mir, ihr werdet von ihm noch viel hören. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass jemand, der so einen Willen hat wie du, weil ich das auch hatte, dass du da jetzt... Ausrufezeichen. Oh gut, mach dein Ding. Ich will nicht stören. Ausrufezeichen machen wir. Ja, mach. Knossi. Ja, mit Doppel S. Ja, mit Doppel S. Ja, so. Alle dann Ausrufezeichen Knossi, dann seid ihr in dem Gewinntopf da. Oh. Also, Ducci, was Wimpel, hat sich jemand vom Pool gemeldet? Geil. Den Wimpel vom den Wimpel dann halt zum Geburtstag und noch Aufkleber und Dings. Also derjenige, der es gleich gewinnt. Chat, nur für Follower, Alter. Das Abzugsschwein. Ihr seid krass. Ihr seid krass. Ich kann nicht mal schreiben. Ja, genau. Alter. Und gestern, vorgestern, auch, da habe ich gedacht, hä, legt er nicht rein, ein guter Freund von mir, hatte dir auch, gut, du kriegst ja täglich tausende Nachrichten geschrieben, irgendwie irgendwas mit Motivation und Co. Da dachte ich, hä? Und da sagte er, ich habe mit Knossi gesprochen. Ich so, nee, das hast du nicht. Da hat er mich so ein bisschen hops genommen, dass ich dann zwei, drei Tage wieder, dass ich mit dir wirklich spreche, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee, wunderbar. Follower-Mode drin bei dir, wunderbar. Machst du gut. Machst du gut. Richtig. Glaub, richtig, ja. Sagt er noch. Richtig. Die schlimmsten Streams sind die, wenn du reinkommst, reinhostest, Follower-Mode. Nee, Follower-Mode nicht, das geht nicht. Nicht leider bei meiner Veranstaltung. Nee, Follower-Mode, 10 Minuten, Alter. Oh, Piest jetzt. Kennt ihr das, Chat? Diesen Hass, den man hat? Diesen Hass. Warum hast du dein Gesicht weg, Adrian? Ach, sorry. Moment, ich habe mein Gesicht weggemacht. Ja, so. Ja, da bin ich wieder. Nee, bist nicht da. Ich bin wieder da. Moment. Bist wieder da. Wunderbar. Also alle Ausrufezeichen Knossi rein. Kann ja nicht alles sein. Wie viele Zuschauer hast du da drüben? 95, das kann ja nicht alles sein. Was habe ich hier überhaupt jetzt? Die wollen doch alle vom Picke den unterschriebenen Wimpel. 54? Schreib da Picke drauf. Ab geht's. So machst du Quote, Bruder. In der nächsten Fußballshow sagst du, ich hast hier einen unterschriebenen Ball von allem, von damals, ne? Aus Bern noch, wo wir die Weltmeister 54 unterschriebenen Ball. Nimmst du einen runtergekommenen Ball von eBay Kleinanzeigen, malst da die Namen drauf. Hast von 54. Bern damals, 54. Ist er. Alle rein in Chat, alle rein. Wie gesagt, halt diese Idee, die ich ja dir auch erzählt hatte im August, so ein Community-Fußball-Event irgendwie mit Turnier. Ja. Also Pläne stehen da bei mir auf jeden Fall. Also wenn du da mal irgendwann die Lust hast. So und ich habe viel vor mit Fußball in diesem Jahr. Also was heißt also viel? Chat, das wird nur ein Bereich sein. Aber ich möchte dieses, das war so witzig, meinen Fußballverein weiter fördern. Und ich möchte, dass wir, ich sag's, es ist kein Witz, Hertha BSC hat sich wirklich gemeldet. Ich habe hier ein Schreiben vom Hertha BSC. Es könnte wirklich stattfinden, dass SC Baden-Baden im Berlin-Olympiastadion gegen Hertha BSC Freundschaftsspiel spielt. Stell dir das mal vor. Ja, wenn ihr noch einen Manager braucht. Kannst du mal kommentieren, wie du ein Fußballkommentator wärst? Kannst du mal probieren? Ich habe letztens einen 12-Stunden-Stream gemacht, eine FIFA-Kommentation. Also da bin ich noch nicht so drin. Mach mal schnell. Ja, da sehen wir den Jens am Rauchen gerade. Und mit seiner, wie heißt nochmal dieses Rauchding? Ich weiß es nicht gerade, aber... Da nickt er mit dem Kopf, also ich glaube, das ist zeitversetzt und er guckt wieder ganz komisch. Und er guckt ganz nett und er guckt ganz nett und ja, und da ist das Ding drin. Ja, ist jetzt schlecht, sowas nachzuspielen, wenn kein Spiel ist. Das ist bei mir eine Emotion, wenn ich zum Beispiel Samstag um 13 Uhr mache ich Reaction Paderborn, mein Herzensverein, da bin ich halt drin so. Wenn du dann, das kennst du ja selbst, wenn man dann drin ist, dann ist es anders. Ich würde sagen, wir losen aus, oder? Boah, mach doch, ist ja deine Show hier. Dann losen wir aus in 3. Oh ne, es schreiben noch ganz viele rein. Wir warten vielleicht noch. Ja. Und
Ja, genau, so Kommentator. Mach mit Elan, mach mit Elan, mach mit Fußball. Und jetzt geht's rein in die Auslosung. Mach mit Elan. Können wir machen. Moment. Es schreiben noch so viele von dir mit Ausrufezeichen Knossi rein. Ich glaube, da sind noch ein paar wild. Wild unterwegs. Wo haben wir eigentlich? Ah, 23 Euro. 700 Zuschauer bei ihm drüben. Geil. Nicht schlecht. Geil. So ist das. Man muss sich auch mal hochlecken. Das ist auch nichts verboten dabei. So sieht's aus. Schön bei Knossi mal die Ritze lecken. Dann kommt man auch hoch. Ne? Ist doch nicht schlimm. Oder, Chat? Ist doch nicht schlimm. War ein bisschen wie Marcel Reif, ja? Ich fand's auch. Naja, so. Mach mal den Werner Hansch jetzt, wenn du runterzählst. Jetzt komm. So. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, die letzten Minuten stehen an hier. Die letzten Minuten, für die entscheidenden Minuten, macht Herr Jens Knossaller das letzte Tor, entscheidet das Ding und holt den Sieg, den großen Gewinn, den Riesengewinn, was hier alles reinkommt in den Topf. FC Barcelona Wimpel, oha. Unterschriebene Autogrammkarte, Kleber und natürlich zur Wochenschau Mittwoch eine Einladung zum Geburtstag privat, wo vielleicht dann auch der liebe Jens dabei ist. Ich würde sagen, wir gehen in die Verlängerung, warten noch kurz ab und sagen, das wird knapp und da kommt noch der ein oder andere vorbei und da kommt er noch rein, geflankt und ich würde sagen, in 3, 2, 1, herzlichen Glückwunsch. Sebasti 0099. Ich mach mir ein Foto von. Und da kommt er reingeflankt. Adrian, du bist super sympathischer Typ. Super lieber Typ, gell, Chat? So ein lieber Typ, wirklich. Ich finde das geil, dass du immer wieder hier auftauchst. Knossi, ich habe was Neues, neue Show, Wochenschau. Ja, ich mit diesem Ding kann ich dir auch erzählen, die Geschichte, als wir dieses mit Mario Barth, wo du die Sache hattest, beworben habe. Habe ich einfach so Spaß das Video aufgenommen, 10 oder 30 Sekunden musste man ja das, glaube ich, aufnehmen. Habe gedacht, nee, darf ich ja. Mach dich wieder Großbild. Ja, mach ich mich Großbild, Moment. Da hat man natürlich gar keine Chance so bei dieser Sache. Und ich hatte eine Uni-Prüfung gerade, glaube ich, oder ich hatte Uni, war gerade draußen Pause, kriege einen Anruf, anonymen Anruf oder eine Nummer, die ich nicht kannte, dachte, hä, was ist jetzt gerade los? Ruft mich an und dann war es von Wie heißt die Abstimmungsplattform? Streamblast, genau. Warst du was drin? Hast du gewonnen? Nee, ich war ja 9. oder so, 8. bei Mario Barth Sache, mit der Mario Barth Sache. Bruder. Da hast du auch auf mich reagiert. Ach ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ja. Oh Mensch, ey, das wäre bestellt. Die Kritik hast du ja bestimmt auch bekommen, was natürlich blöd ist bei Streamblast, dass man da zahlen kann, um noch mehr Follower, also mehr Stimmen zu bekommen. Der Fußballverein, das war mir klar, die haben natürlich einen riesen... Der Fußballverein, ja natürlich, Alter, wenn jeder der Freunde da... Aber das war natürlich, wo ich sage, da bei der Abstimmung, das müsste man vielleicht überdenken, dass man nicht zahlt für weitere Schritte, also das, dann wäre der Wettbewerb vielleicht fair. Ja. Klar macht man damit Geld, das ist klar, das ist verständlich, aber ich glaube, das wäre fairer für vielleicht kleinere, wie du ja zum Teil sagtest, so beim Regieren. Was wäre deine Veranstaltung gewesen? Meine Veranstaltung mit dir zusammen. Mit Mario Barth und mir bei dir zu Hause. Ja, einfach auch in der Kneipe und lustigen Abend. Ich kann aber vom Fußball nichts erzählen, ne? Ja, aber hat ein Dortmund-Trikot an, was mir nicht gefallen hat als Kind. Meine Güte. Was ist denn daran so schlimm an meinen Kinderfotos? Das ist ein Spaß. Also ich bin nicht so. Also ich. Ist alles gut. Also, habt ihr gesehen, meine Mutter mit den Kinderfotos am Start, Chat? Da habe ich drunter geschrieben bei deiner Mama. Aber doch mit Fußballbezug hast du doch früher gehabt. Ey, ich sag dir das. Soll ich mal kurz erklären, wie ich zu Dortmund-Fan wurde? Also jetzt, pass auf, als Kind. Warum war ich Dortmund-Fan? Wie hieß der? Gepard, wie hieß der? Wie hieß der Franzosenspieler? Weiß es nicht. Wie hieß denn der Franzosenspieler, Chat? Bei alten Spielern bin ich komplett immer raus. Ja, yeah, Jungs, da ist er doch. Da ist er doch, der Junge. Hier, im Dortmund. Hier ist er doch. Hier, Jungs. Da bin ich doch. Chapuisat hieß er. Chapuisat habe ich persönlich im Trainingslager mal getroffen, Paderborn. Da war ich unterwegs. Ich wusste nicht, wer das ist, und dann einer, der auch Paderborn-Fan war, sagte, Chapuisat, da machen wir ein Foto von. Dann habe ich auch gleich ein Foto mit ihm gemacht. Mal okay. Bin da nie so heiß, wie Fotos waren, aber da dachte ich, das nehme ich mir nicht. Chapuisat ist ja irgendwie eine Dortmund-Legende schon so. Und ich sag dir ganz ehrlich, wie wurde ich Fan von Dortmund als Kind? Es war ganz einfach so, dass
Ich zeige jetzt nochmal das andere Foto von meinem Profil. So sah wirklich mein Kinderzimmer aus. Ohne Scheiß, Chat. Das war mein Kinderzimmer, für die, die es nicht gesehen haben. Oben die Wichstücher? Nein. Viele haben das drunter geschrieben. Viele haben das drunter geschrieben. Was hast du oben für? Ich habe Schnupfen gehabt. Normal Schnupfen. Das war wirklich, so habe ich gelebt. Das war, wie alt werde ich gewesen sein? 12? 13? Sowas? Ja. Da der BVB-Stundenplan? Na, klar. So habe ich gelebt. Kein Witz. So, das war mein Ding. Und warum bin ich BVB-Fan geworden? Ich hatte die Folge gesehen, kein Pflaumen, nur die Liebe zählt. Okay. Und Japusar, ich war gar kein, mich hat Fußball gar nicht gejuckt, aber ich fand die Folge und den Typen so toll, dass ich danach gesagt habe, ich will vom BVB alles haben, Bettwäsche, alles. Der Japusar hat ein Kind überrascht in der Schule, der so großer BVB-Fan war, mit Kai Pflaume. Und es hat mich so beeindruckt, wie dieses Kind sich gefreut hat über diesen Mann, dass mich der Mann auch beeindruckt hat und Kai Pflaume und alles, dass ich gesagt habe, Alter, und dann habe ich das Trikot gesehen, was der dem Kind geschenkt hat und fand die Farben cool. Das war wirklich, ich fand es einfach cool. Und es war mir egal, so. Und dann ist mein Vater auch einmal mit mir ins Westfalenstadion gefahren. Einfach nur, weil ich fand es cool. Mich hat sonst Fußball nicht interessiert. Wie gut die da waren, wie schlecht, das hat mich alles nicht gejuckt. Ich fand diese Kontinentalwerbung irgendwie geil. Mir hat es gut gefallen, das Trikot. Und deswegen habe ich alles vom BVB gehabt. Also kein, was sagt man, kein richtiger Fan, sondern so Kinder. Sympathisant oder Sympathisant. Sympath, ja. Einfach, ja, hat mir einfach gefallen, wie wenn ein T-Shirt von denen zu tragen. Fand ich irgendwie cool. Wie eine Marke. Weißt du, was ich meine? Fand ich irgendwie cool. Keine Ahnung, was ich als Kind gedacht habe, aber so war's. Ne? Der Gewinner auch hat eben im Chat geschrieben, hat noch nie was gewonnen. Nice, freut mich sehr. Warum, ja, was ist am BVB-Fan so schlimm, deiner Meinung nach? Spaß, also ich, dadurch, dass ich ja natürlich, also diese Seite, ich sag mal professionell, gehe ich einen Weg im Fußball-Business, sag ich jetzt mal, wo du viele Kontakte knüpfst, auch viele Vereine, und ich bin natürlich auch Fan mit Herz und Seele, Paderborn-Fan, wie ich ja sagte, und deshalb, das war jetzt auch eher Spaß. So. Also ich habe jetzt. Heute bin ich Bayern-Fan. Nee. Was nicht? Habe ich auch jetzt nichts persönlich groß. Ich schließe mit dem Verein an, der stärkste ist. Ganz einfach. Ja. Erfolgsfan. Weil dann kannst du dich auch da hinsetzen. Da hast du viele schöne Tage im Jahr. Ja, richtig. Was da Leute für ein Problem haben. Dann mach dir doch weiter Donnerwetter mit deinem Schalke. Dann sitzt doch zu Hause, wo es regnet. Jedes Wochenende. Scheiße. Ich sitze hier. War Spaß. Mich juckt's auch nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, auch mich juckt kein Fußballverein. FC Bayern finde ich auch ganz nett, ja, weil da war ich im Stadion ein paar Mal eingeladen und da fand ich die Logen und das Fressen geil. Und deswegen bin ich, sage ich, dann finde ich es gerade da schön. Ne? Dann war ich in Madrid beim Spiel gegen Moskau, fand ich auch Madrid cool, hab mir davon einen kleinen Fußball gekauft, weil ich Madrid cool fand. Ganz einfach. Ich bin mal heute hier und morgen da. Ich bin ein kleiner Wiesel. Ja, genau. Ich war schon in einigen Stadien. Ich glaube, in Deutschland, erste bis dritte Liga, habe ich fast alles durch. Deshalb, ich liebe halt den Fußball und das hat sich halt so entwickelt, dass ich dann vielleicht auch heute hier sitze. So. Ja. Bist ein guter Junge, mein Lieber. Ey, hast viel On-Air-Time gerade gehabt, ne, Chat? Ich will nochmal einen großen Applaus. Du hast viele Leute, ich weiß nicht, was du gemacht hast, als ich weg war, aber du hast sehr viele Leute hier, die hast du irgendwie beeindruckt, ne? Weil da waren so viele Einser, ich kam zurück, 1, 1, 1. Die Leute mögen dich. Danke, Chat. Vielen, vielen Dank, wirklich. Das muss ich jetzt wieder natürlich erstmal nacharbeiten. Hätte es nicht gerechnet, weil ich wirklich eben, als ich rausgegangen bin aus meinem Live-Talk, hatte hier so Athletik im Fußball, auch spannendes Thema. Dann mit dem Gast ein bisschen noch privat gesprochen. Dann habe ich gesehen, dass du live bist. Dann dachte ich, ja, gehe ich mal wieder rein. Habe, glaube ich, eine Dono bei dir wieder reingehauen. Und dann hatte ich live gemacht und hier Sand Sarpeichs alte Fußballshow, da das T steht für Coach, geguckt. Und dann dachte ich, vielleicht hat man ja eine Chance, gehe ich rein. Der Warteraum war ja nicht mega voll. Dachte, okay. Gut, hat geklappt, Peter, Jens. Wunderbar. Mein Lieber, Adrian, bleib, wie du bist, gell? Und wir sind in Kontakt. Danke dir. Gell? Wir sind in Kontakt. Tschüss, mein Schatz. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Stream. Danke. Ciao. Alter, aber wirklich, sag mal ehrlich, Chat, auch wieder so ein netter Typ, das gibt's nicht, ne?